Die Flüchtlingssituation steht auch auf der Vorstandsklausur der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Mittelpunkt des Interesses. Wie können die Asylverfahren beschleunigt werden? Wo können die vielen tausend Menschen untergebracht werden? Und wie lernen sie schnellstmöglich unsere Sprache? Es gilt, vieles zu organisieren und die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Eins will ich mal gleich vorweg sagen. Es gibt null Veränderungen am Asylrecht im Grundgesetz. Das Asylrecht bleibt aufrechterhalten. Gleich zu Beginn der Klausur, Begrüßung des jordanischen Außenministers Nasser Judi durch Bundeskanzlerin Merkel und Fraktionschef Kauder. Herr Judi wird von den Erfahrungen in seinem Land berichten. Als direkter Nachbar Syriens hat Jordanien schon mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Fraktionschef Kauder hat sich bereits im Frühjahr ein Bild von der Lage vor Ort gemacht und den jordanischen Außenminister zur Klausurtagung des Fraktionsvorstandes eingeladen. Die deutsche Bereitschaft, 800.000 Flüchtlinge aufzunehmen, halten wir für sehr begrüßenswert. Der syrische Konflikt ist keine regionale Angelegenheit. Es ist ein Konflikt, der die ganze Welt betrifft. Wir tun, was wir können. Deutschland tut, was es kann. Viele andere Länder tun es auch. Und zusammen schaffen wir das. Weiterer wichtiger Diskussionspunkt der Vorstandsklausur war das direkt mit den Flüchtlingen verbundene Thema Haushaltspolitik. Dann muss man zwischen Bund, Länder und Gemeinden sich darüber verständigen, wer welche Aufgabe löst. Sag mal ein Beispiel. Je schneller die Flüchtlinge anerkannt werden, umso schneller sind sie nicht mehr auf der Payroll von Ländern und Kommunen in erster Linie, sondern beim Bund. Außerdem wurde ein Positionspapier zu den Themen Ernährung und gesundheitlicher Verbraucherschutz verabschiedet. Dazu gehört gesunde Ernährung, dazu gehört die Lebensmittelsicherheit. Es geht um die Erzeugung von Lebensmitteln, dort insbesondere die Frage, auch der müssen wir uns stellen, der Tierhaltung. Wir wollen nicht bevormunden, sondern wir wollen die Informationen zur Verfügung stellen, damit ein Verbraucher selbstbestimmt entscheiden kann. Im Rahmen des Themenkomplexes Innere Sicherheit machte Rainer Wendt von der Gewerkschaft der Polizei unter anderem darauf aufmerksam, dass viele Polizisten zielgerichteter eingesetzt werden könnten. Und noch immer müssen ganze Heerscharen von Polizisten auf den Autobahnen und anderswo nächtelang und stundenlang hinter Großraum- und Schwertransporten herzuckeln, obwohl wir in vielen Ländern mittlerweile seit Jahren erfolgreich erprobt haben, dass man das auch auf beliehene Unternehmen übertragen kann. Dies hat der Vorstand der Fraktion auch beschlossen, dass hier jetzt eine Initiative gestartet werden soll, um einen Teil der Entlastung der Polizei von solchen Aufgaben, die nicht unbedingt von der Polizei geführt werden müssen. Die einzelnen Positionspapiere der Vorstandsklausur finden Sie auf unserer Homepage www.cdu-csu.de.